Black Desert Online, das Sandbox-MMORPG von Pearl Abyss. Veröffentlicht am 3. März 2016 in Europa, ist die PC-Version nun 4 Jahre alt. Im März 2019 wurde es erstmals auch für die Konsole veröffentlicht und gegen Ende 2019 gab es noch eine Mobile-Variante für Android und iOS obendrauf. Wie sieht es nun aus, 4 Jahre nach der Veröffentlichung? Lohnt es sich auch in 2020 noch einzusteigen? Worum geht es überhaupt in diesem Spiel? Wie hat es sich entwickelt und was dürfen wir noch alles erwarten? Das will ich heute in diesem Video klären. Wenn du dich also dafür interessierst, dann solltest du jetzt dranbleiben. Vergiss nicht, wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass mir gerne ein kostenloses Abo da und einen Daumen nach oben. Erschaffen vom koreanischen Entwickler Pearl Abyss, ist Black Desert ein einzigartiges MMO. Es ist durchzogen von wunderschönen Landschaften, vielfältigen Kreaturen, abwechslungsreichen Abenteuern sowie Events und einem einzigartigen Kampfsystem. Ich selbst habe mehr als 15 Jahre Erfahrung in diversen MMOs gesammelt und kann ruhigen Gewissens sagen, dass ich noch keines gesehen habe, welches eine solche Vielfalt und umfangreiche Welt bietet. BDO lebt vom ständigen Progress. Nach der Charaktererstellung ist es deine Aufgabe, stärker zu werden. Du levelst deinen ganz persönlichen Charakter mit dem weiteren Ziel, immer bessere Ausrüstung zu bekommen, um dich später als einer der Stärksten auf dem Schlachtfeld beweisen zu können. Um das zu erreichen, haben die Entwickler viele verschiedene Mechaniken eingebaut, denen wir als Spieler nachkommen können. Zu Recht wird den koreanischen Games nachgesagt, dass sie sehr grindlastig sind. Auch Black Desert Online ist hiervon nicht ganz ausgenommen. Wer hier Instanzen oder Raids sucht, den muss ich leider enttäuschen. Black Desert Online ist eher ein Singleplayer-MMO, was das Leveln oder das Silberfarmen angeht. An diversen Grindspots könnt ihr also zahlreiche Monster töten, um deren teilweise teuren Loot zu verkaufen. Einer meiner häufigsten Fragen, die ich in meinen Livestreams auf Twitch gefragt bekomme, ist, ob das Game Grind-only ist. Das muss ich ganz klar verneinen. Wie eben schon erwähnt, könnt ihr auf verschiedenster Weise euer Geld verdienen. Dazu zählt der Grind. Aber auch viele der sogenannten Life-Skills, den Berufen in BDO. So könnt ihr mit eurem Segelboot durch die Meere ziehen und Warentausch betreiben, Seemonster töten oder viele andere Tätigkeiten wie das Sammeln, Kochen, Jagen oder Alchemie nachkommen. Die Möglichkeiten, sich sein eigenes Spiel zu gestalten, sind wirklich vielfältig. Wenngleich man beim Leveln und beim Grinden meist alleine durch die Welt zieht, so entwickelt sich das Spiel im Endgame zum wahren Gruppenspiel. Zusammen mit eurer Gilde kämpft ihr Seite an Seite um Posten und Burgen, die, wenn ihr sie einnehmt, euren Geldbeutel füllen werden. Mit Sicherheit stellen sich nun einige die Frage, lohnt es sich überhaupt noch anzufangen in 2020? Komme ich überhaupt noch gegen die Spieler an, die schon lange dabei sind? Dazu sage ich, auf jeden Fall. Es ist definitiv möglich aufzuholen. Allerdings muss man hierbei bedenken, BDO ist kein Sprint, sondern ein Marathon. Wenn ihr also über einen längeren Zeitraum das Spiel spielt, ist es auch möglich, relativ schnell aufzuholen. Allerdings wird es immer, wie auch in anderen MMOs, die kleine Menge an Spielern geben, die eben noch ein wenig besser sind wie du.
Das Ende von BDO ist lange nicht in Sicht. Es wird noch viel neuer Content released und die Entwickler geben sich stets Mühe, durch Events und kleinere Neuerungen das Spiel frisch zu halten. Ich als leidenschaftlicher BDO-Spieler kann euch das Spiel natürlich nur wärmstens ans Herz legen. Wenn auch ihr überlegt, mal reinzuschnuppern, dann solltet ihr jedoch bedenken, dass jeweils PC, Konsole und Mobile unterschiedliche Versionen des Spiels sind. PC ist die Version, welche bereits den größten Fortschritt des Spielgeschehens hinter sich hat und meiner Meinung nach auch das flüssigste Spielerlebnis ermöglicht. Ihr solltet ebenfalls erfahren, dass Black Desert auch einen Ingame-Shop bietet, in dem ihr euch gegen Echtgeld diverse Dinge kaufen könnt, die den Alltag ein wenig vereinfachen. Der oft gestellten Frage, ob das Game Pay-to-Win ist, entgegne ich meistens mit weniger Pay-to-Win, mehr Pay-to-Convenience, also Zahlen für ein wenig Bequemlichkeit. Vieles kann, aber nichts muss. Und damit endet unsere kleine Reise durch das Black Desert Online-Universum. Ich hoffe, ich darf auch dich bald im Spiel begrüßen und wünsche dir auf deinem Weg alles Gute. Bewerte das Video mit einem Daumen nach oben, wenn es dir gefallen hat und abonniere meinen Kanal, wenn du weitere Videos von mir erhalten möchtest. Ich sage, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.